Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Das erste Video in 2018. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und hattet ein angenehmeres Silvester als ich. Ja, wie ihr wisst, habe ich zu Hause bei meinen Eltern gefeiert. Und genau, Manu und ich waren dann schon morgens bei meinen Eltern, so gegen, ich will jetzt nicht lügen, 12, 13 Uhr ungefähr. Und genau, wir haben dann schon mal was gegessen und haben uns sozusagen so ein bisschen auf Silvester vorbereitet. Ja, weil wir so müde waren, haben uns dann nochmal schlafen gelegt bei mir zu Hause, damit wir das noch bis 12 Uhr schaffen, weil wir haben wirklich so die ganze Nacht fast durchgemacht. Und genau, dann haben wir uns schlafen gelegt und auf einmal wurden wir geweckt und ich dachte wirklich so, welcher Idiot macht jetzt schon, also es gibt es ja wirklich und das haben auch andere Leute schon bei uns in der Straße gemacht, macht jetzt wirklich Feuerwerk an. Also die machen ja wirklich diese Böller, machen die schon vorher an oder halt diese Raketen. Ist ja auch wirklich alles voll normal, wo gibt es sowas nicht? Klar, es gibt so viele Leute, die sowas schon vorher anmachen, vor 12, um das Ganze mal zu testen oder weil die Kinder das unbedingt wollen, ist ja auch gar kein Problem. Und es war halt wirklich dann auf Dauer nervig, ne? Das war dann wirklich so 1, 2, 3 und dann auf einmal 4, 5 und ich dachte mir so, ja, jetzt reicht's doch auch mal, oder? Und so wirklich hintereinander, wo ich mir so dachte, das kann doch wirklich eigentlich dann auch kein Feuerwerk sein, oder? Weil das war auch so laut und so richtig, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam dann auf einmal die Polizei, das hast du auch gehört, dieses Tatütata, ich habe mir so Feuerwehr, sage ich schon, Krankenwagen oder so. Und da gucke ich raus, ein Polizeiwagen. Ich habe mir so, okay, ja, wahrscheinlich hat irgendjemand die Polizei gerufen, weil zum Beispiel unsere Nachbarin neben uns, die ist halt so jemand, die macht sich halt immer direkt Sorgen und ruft dann halt wirklich bei jeder Kleinigkeit die Polizei an. Und dann dachte ich mir so, ach, die hat bestimmt die Bullen gerufen und ja, habe ich mir jetzt nichts weiter draus gemacht. Habe mich dann auch wieder schlafen gelegt, weil von meinem Fenster aus konnte man das ganz gut sehen. Die haben dann bei meinen anderen Nachbarn angehalten. Also hier so wohnen wir, das ist die ältere Frau, die dann die Polizei meiner Meinung nach gerufen hätte können. Sagt man das so? Und auf jeden Fall war dann die Polizei hier bei unserem anderen Nachbar. So, und da habe ich mir gedacht, okay, war wahrscheinlich eine Verwechslung, weil anscheinend dachte man, es wäre geschossen worden, aber es war eigentlich nur ein Feuerwerk. Gut, dann ist die Polizei wieder weggefahren und ich dachte mir so, jetzt ist ja alles gut. Auf einmal hörst du dieses Tatütata. Ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Und das waren nicht nur 1, 2, 3 Polizeiautos, sondern wirklich so viele, dass ich schon nicht mehr gucken konnte, wie viele das waren. Und dann bin ich so zu meinen Eltern gegangen und meine Eltern standen da auch schon alle am Fenster und gucken dann schon so, was geht denn hier ab, bitteschön? Und meine Mutter so, ich glaube, das waren Schüsse. Ich so, meinst du wirklich? Ich so, nee, ich glaube, die irren sich nur. Und dann bin ich halt wieder schlafen gegangen und ja, auf einmal meinte meine Mutter so, ey, ich habe voll Angst und so, kommt mal her. Und dann sind wir aufgestanden und auf einmal war unsere komplette Straße abgesperrt, wirklich von vorne bis hinten, es kam keiner mehr rein oder raus. Und das war so krass und es waren halt wirklich richtig, richtig viele Polizeiautos, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, sowas. Und wir dachten irgendwie, das ist ein Terroranschlag oder so, ne? Man weiß ja nie, man denkt sich immer so, in so einer kleinen Stadt ist man sicher, da passiert schon nichts, in so einem kleinen Dorf sozusagen. Und ja, ich kann euch hier gleich nochmal so ein kleines Video einblenden, das hat mir meine Nachbarin dann auch noch geschickt, dass sie halt von sich aus sozusagen gefilmt hat. Ich werde jetzt auch alles unkenntlich machen und so, damit man jetzt nichts erkennen kann oder so, aber ich kann euch das hier mal ganz kurz einblenden und den Artikel, der dann halt auch noch geschrieben worden ist, kann ich euch auch später mal am Ende einblenden, aber so ein bisschen zensiert, weil ich will ja nicht den Wohnort meiner Eltern bekannt geben. Genau, dann haben wir dann alle geguckt und dann meint mein Opa so, ich gehe mal gucken, was draußen los ist. Und dann ist er halt mit den Hunden rausgegangen, richtig bescheuert. Also besser gesagt, die Hunde sind halt mit ihm rausgegangen. Und dann auf einmal kam der Polizist, hat ihn voll angeschrien, meint so, geh sofort rein. Mein Opa so, was hier los? Was ist los? Und mein Opa, weil die standen halt wirklich bei uns am Zaun und halt so in unserem Garten halt schon. Und dann meinte er halt so, wir sollen sofort reingehen. So, meine Tante hat irgendwie gar nichts davon mitbekommen, so wirklich. Und ist dann anschließend dann auch ein paar Minuten später rausgegangen und wollte den Müll raustragen. Und dann hat sie so eine Frau, die hinter unserer Mülltonne stand, also die hat sich hinter unserer Mülltonne versteckt, meinte so, geht ihr sofort rein, sie haben hier nichts verloren, sofort rein. Meinte so, was ist denn los, ich habe doch gar nichts gemacht. Nein, sie nicht, aber gehen sie sofort rein. Keine Information, ne? Und das war der Tante reingegangen, da haben wir uns dann alle versammelt, haben dann alle geguckt, so vom Fenster aus. Und ja, auf jeden Fall haben die sich dann wirklich da alle platziert um dieses Haus herum von meinem Nachbar. Und ich habe zuerst gedacht, okay, wahrscheinlich hat er halt geschossen oder es sind wirklich tatsächlich Schüsse gefallen, weil der hat so einen kleinen Wald da hinten, das ist sein Eigentum sozusagen. Und da springen halt dennoch wieder mal so ein paar Tierchen rum, wie zum Beispiel Wildschweine oder ich glaube, da hat er sogar mal ein Wildschwein sozusagen als Haustier in seinem Wald. Oder halt Rehe und so Sachen halt. Und das kann ja wirklich sein, dass der irgendwie dann seine Waffe genommen hat. Soweit ich weiß, jagt er auch, ich bin mir aber nicht sicher. Und halt so ein Tier abgeknallt hat ein paar Mal, ne? Hätte ja sein können, weiß man ja nicht. Und da habe ich mir halt sowas drunter vorgestellt und habe mir da ehrlich gesagt auch keine großen Sorgen gemacht. Und habe gesagt, hier, ich gehe jetzt mal wieder schlafen. Und dann wurde es wirklich immer schlimmer. Also da waren halt wirklich so viele Polizeiautos am Ende, wo man sich nur so dachte, okay,
was geht hier vor sich? Ne? Und meine Eltern haben schon richtig Schiss bekommen, dass hier irgendwie so ein Terroranschlag oder so ist. Und das Schlimme daran war ja, du konntest ja wirklich nicht wegfahren. Da war ja alles komplett abgesperrt. Bei jedem Haus standen mindestens 5, 6 Polizisten, die dann wirklich alles bewacht haben. Und wir dachten echt so, dass es irgendwie vielleicht ein Terroranschlag oder so, wer weiß. Ne? Und ja, dann konnten wir halt auch nicht mehr richtig schlafen. Und haben dann halt versucht, die Nachbarn zu erreichen, was die dazu sagen, ob die irgendwas mitbekommen haben. Und keiner wusste irgendwas. Ja, und dann irgendwann, ja, haben wir dann auch nicht mehr geguckt weiterhin. Und dann nach ein paar Stunden hat sich das Ganze wieder aufgelöst und es war dann Ruhe eingekehrt. Und dann dachten wir uns so, okay, wir fahren ja Silvester sowieso hier. Vielleicht kann man ja dann später mal den Nachbarn, wenn er dann rauskommt zu Silvester, fragen, was da los war. Und ja, dann sind wir halt alle draußen gewesen. Die Nachbarschaft war halt auch da, nur er halt nicht mit seiner Frau oder was auch immer. Ich kenne die halt nicht so gut, kenne die halt nur so vom Sehen, hallo, tschüss und mir halt auch nicht. Und die kamen halt gar nicht mehr raus. Da hat man sich auch so gefragt, was ist da passiert? Die kommen nicht raus, da brennt kein Licht und irgendwas muss da ja Schlimmes passiert sein. So, und das war so das Erste, das war so die erste Sache, die wirklich schlimm war. Die zweite Sache war, da war so ein kleines Mädchen, die war großer Fan von mir, sag ich mal, und hat halt meine Freundin gefragt, die hat mit der Nachbarschaft gefeiert und hat so meine Freundin gefragt, ob es denn möglich wäre, ein Bild von mir zu bekommen, mit mir zu bekommen. Und ja, fand ich mega, mega süß und auf einmal erreichte mich dann später die Nachricht, dass ihr Stiefpapa gestorben ist. Also der ist gestürzt und dann in der Silvesternacht verstorben auch noch. Und gerade da, wo die alle halt Silvester gefeiert haben, ist das irgendwie passiert. Also mega, mega schlimm. Ein herzliches Beileid auch nochmal. Also so eine Nachricht muss dann halt einen auch nicht erreichen. Das hat mir meine Freundin noch mitgeteilt. Die meint so, ey, das ist so schlimm hier gerade. Hier ist jemand gestorben und tralala. Also das ist wirklich richtig, richtig schlimm. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Schießerei. Genau, dann am nächsten Morgen, wir wussten halt wie gesagt nicht, was los war, weil wir haben die auch nicht mehr gesehen und die Nachbarn wussten halt auch nicht, was los ist. Und dann am nächsten Morgen haben wir dann einen Artikel gelesen und zwar stand dann halt, dass mehrere Schüsse gefallen sind, weil jemand ermordet werden sollte sozusagen. Und zwar gab es da so eine kleine Ehekrise, das war jetzt nicht unser Nachbar, sondern ich glaube der Ex-Mann von der neuen Frau von unseren Nachbarn. Ich glaube, so habe ich das gelesen und verstanden. Da hat er halt mehrmals in die Luft gefeuert und wollte halt die dann halt treffen sozusagen und die irgendwie umbringen. Und man denkt sich wirklich so, man ist in dieser Nachbarschaft sicher. Da sind auch viele Firmen bei uns, die wohnen in einem Industriegebiet und die neben uns, die haben auch eine Firma. Und man denkt so, okay, das sind alles anständige Leute, die bei uns wohnen und alles easy, alles cool. Und dann kommt halt sowas, ne? Und das ist wirklich mega erschreckend gewesen, dass sozusagen ein Mörder, der wirklich unsere Nachbarn abknallen wollte, da rumgelaufen ist. Und der halt wirklich sich dann in anderen Gärten versteckt hat. Der wurde dann letztendlich in so einem Gartenhaus gefunden, glaube ich, stand in dem Artikel drin. Letztlich hat er halt irgendwie versteckt vor der Polizei. Ist ja natürlich auch klar, der will ja nicht festgenommen werden, aber mit sowas muss man dann halt auch rechnen. Dass dann jemand die Polizei ruft und der Mann, also ich glaube dann unser Nachbar, der hat halt schwere Verletzungen am Kopf erlitten. Was genau, stand jetzt nicht da. Wir haben ihn, wie gesagt, noch nicht mehr gesehen und deswegen sind die wahrscheinlich dann noch nicht mehr rausgekommen. Aber mega krass einfach, dass in Silvester so eine Scheiße passiert. Wir haben zwar wirklich wir haben uns auch den ganzen Tag Gedanken gemacht. Wir haben zwar normal gefeiert, sag ich mal, wir haben gegessen und alles, weil wir haben jetzt nicht irgendwie die fette Party geschmissen oder so, weil wir halt doch schon im Hinterkopf hatten, okay, da war heute irgendwas, was war da genau los? Und da hat man sich halt schon so ein bisschen Gedanken gemacht, es war halt auch nicht, also wir waren nicht lange draußen und unsere Nachbarn waren halt auch nicht lange draußen, weil die auch so ein bisschen Schiss hatten. Und ja, wie gesagt, jetzt wissen wir mehr, wir wissen, was passiert ist, aber mega krass, weil wir hätten einfach nicht gedacht, dass irgendwie sowas mal in unserem kleinen Dorf, in unserer Straße passiert, aber wie gesagt, es kann überall passieren. Und ja, ich rede auch schon wieder zu schnell, ich weiß, weil ich mich so aufrege. Das hat uns wirklich echt einen riesen Schrecken irgendwo eingejagt, wo dann wirklich die komplette Straße gesperrt wurde und man sich so dachte, okay, was ist hier los? Naja, auf jeden Fall haben Manu und ich dann wirklich so bis 22 Uhr, glaube ich, gepennt und dann sind wir nochmal kurz nach Hause gefahren, weil ich mich nochmal so ein bisschen frisch machen wollte und auch was zu Hause vergessen hatte und dann haben wir halt, wie gesagt, Silvester gefeiert, wenn man das so sagen kann, waren dann auch schon wieder so gegen 2:30 daheim und ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr Silvester verbracht habt, was ihr so gemacht habt und ob bei euch auch irgendwie was Schlimmes passiert ist. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, bei einem hoffentlich positiveren Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao!